heads will turn green. Your eyeballs will pop open with aggression. Change to Sie haben Matt Harris an die Wand gelehnt und schreiten durch eine Tür hinter eine Treppe hinab in den Keller. Vera und Dr. Sweeney, Vater und Tochter. Sie folgt dem drahtigen Mann mit etwas Sicherheitsabstand und behält ihn im Auge. Doch kaum hat sie ein paar Stufen genommen, da schießt ihr ein beißender Verwesungsgeruch in die Nase. Scheiße, was ist das? Wissenschaft und Hoffnung. Glaub mir, mein Spatz. Beides zusammen kann und darf nicht gut riechen. Wissenschaft ist dreckig, feucht und man kann danach viel waschen und wegwerfen. Das Prinzip des Hobelns und der fallenden Späne. Hast du einen empfindlichen Magen? Nicht, dass ich wüsste, Dad. Wunderbar, das würde dir auch gar nicht im Blut liegen. Und meine Glückwünsche. Du hast das Nötige in dem Behandlungszimmer getan. Du weißt schon, mit Winston. Er hat es selbst getan. Wirklich? Hätte ich ihm nicht zugetraut. Sweeney zuckt die Schultern. Vor allem nicht, dass er trifft. Für einen kurzen Moment spielt Vera mit dem Gedanken, ihren wahren Vater zu schubsen und zu hoffen, dass er sich das Genick bricht. Denn gerade muss sie an offene und geschlossene Krankenwagentüren denken. Aber sie zögert sich. Zu viel liegt ihr offen, um nicht zumindest einen Blick hineinzuwerfen, ob sie Sweeney mag oder nicht. Das Gefühl, ihn zu hassen, darf daran erstmal auch nichts ändern. Unten angekommen, sieht sie drei Türen zu den Räumen und Geheimnissen, wie es ihr vorkommt. Sweeney führt sie den Gang hinunter und zur hinteren auf der rechten Seite. Er öffnet sie mit einem Schlüssel und deutet Vera einzutreten. Drinnen sieht sie zwei große Dinge. Einen gewaltigen Glaskasten, der eine ganze Wand ausfüllt, während ihm ein ovaler Bienenstock steht, um den die gestreiften Insekten ihre Kreise ziehen. Hunderte, muss Vera schätzen, während sie sich der Scheibe nähert. Das sind die Viecher, mit denen es angefangen hat? In der Tat. Können die da drinnen überhaupt überleben? Durch eine Klappe an der Seite gebe ich ihnen rohes Fleisch. Was? Ja. Diese Bienen benehmen sich, was die Nahrung angeht, mehr wie Wespen. Sie entwickeln sogar kleine, scherenartige Mandibeln. Wenn sie Fleisch haben, dann stechen sie darauf ein und reißen dann Stücke heraus. Sie sind auch weitaus aggressiver als ihre nicht infizierten Artgenossen. Das Bestäuben tun sie trotzdem. Das liegt ihnen im Blut. Und wie viele von denen gibt es dort draußen? Genug, dass die Seuche an vielen Orten gleichzeitig durch gestochene Opfer ausbrechen konnte. Ja, eine gute Idee mit Nebenwirkung. Aber ich brauche unsere Bienchen und ebenso das infizierte Material aus den Körpern völlig verwandelter. Ich habe erst experimentieren müssen, aber es hat sich herausgestellt, dass man am meisten im Hirn findet, nachdem die höheren Funktionen durch das Quasi-Ableben verschwunden sind. Ich habe bisher aus 8 Probanden extrahiert. Dann arbeite ich mit der Reinform in diesen Bienen und einigen ersten Hemmstoffen, welche die DARPA entwickelt hat. Das zusammengemischt in richtiger Relation und Reaktion schafft das Protoserum, von dem aus ich weiterarbeiten kann. Und das bringt schon was? Oh ja, ich ließ mich hinreißen, es schon deinem Freund zu erzählen. Er ist nicht mein Freund. Erzählt habe ich es ihm trotzdem. Also, das Protoserum hat einen ersten sehr erwünschten Effekt. Die Abwehrkräfte werden fähig und das dauerhaft, die Wandlung aufzuhalten. Man ist faktisch immun gegen Bisse. Nicht gegen den Tod, aber gegen Bisse von Infizierten. Wieso hat sich dann mein Vater verwandelt? Ich? Dr. Packett. Ah, nun, wir hatten bisher 3 stabile Proben. Z5, Z7 und... Nun, dort hinten befindet sich Z8 gerade in der Mache. Sweeney deutet auf das riesige Gerät auf der anderen Seite des Raumes. Ein gewaltiger, weißer Kasten, der vor sich her summt. Es sieht futuristisch aus und einige Lichter blinken. Wie kommst du an so einen Kram?
Manchmal muss man sich nehmen, was man braucht. Aha. Leider ist das Protoserum doch nur so etwas wie eine kontrollierte Infektion. Das bedeutet, dass man ansteckend ist für jene, deren Abwehrkräfte nicht aufgewertet wurden. Und die werden dann trotzdem Zombies? In der Tat. Aber man selbst nicht? Es sei denn, dass man stirbt. Das Immunsystem bricht dann zusammen und man ist der Krankheit ausgeliefert. Granulozyten und natürliche Killerzellen fallen dann weg, ebenso spezielle Proteine. Zum Beispiel ohne das CRISPR-Cas-System, in gewissen Bakterien oder Arachen, ist man dem Virus ausgeliefert. Obwohl man tot ist? Paradox, nicht wahr? Bei der Seuche handelt es sich um eine besondere Form von Retrovirus. Wie AIDS? Aber das fällt doch nicht mehr ins Gewicht, wenn man gestorben ist. Wie HIV. Aber im Grundprinzip richtig. Das Retrovirus absorbiert Zellen und reaktiviert sie nach einer Rekonfiguration des Erbgutes. Dann beginnt die Teilung aufs Neue, obwohl der Organismus schon verstorben ist. Im Normalfall löst der Virus ein Fieber aus und tötet den Kranken. Aber durch das Protoserum muss er warten, bis der Infizierte von selbst stirbt. Das schafft Zeit und mehr Chancen. Vera muss an Toby denken, den man wegen nur eines Bisses aufgegeben und zersägt hat auf der Endtime-Party. Selbst Keith Schulz war nur ein Bissen zum Opfer gefallen. Und wieso hast du nur 3 Proben? Es ist ja nur eine temporäre Lösung, meine Liebe. Und sie ist nicht einsetzbar, wenn jemand vorher gebissen wurde. Nicht jede Probe ist stabil und ich kenne nicht jede Nebenwirkung. Was denkst du darüber? Vera tritt an die Scheibe und beobachtet die Bienen für einen Moment. Es gibt Dinge, die sollte man gar nicht erklären. Bienen und so ein Scheiß. Kennst du die Version von der Hölle, die zu voll ist? Die finde ich gut. Hat was Geheimnisvolles. Du bist ein Zombie-Film-Fan? Nicht mehr. Nicht seit Zombies echt sind und Jeffrey Dean Morgan gebissen wurde. Wer? Negan. So etwas sagt man nicht. Hm? Egal. Was hältst du von Resident Evil? Tja, nicht so viel wie die, die eine echte Umbrella Corp gegründet haben, um lustig zu sein. Schau auf dein Handy. Ich habe ein Geschenk für dich. Vera greift nach ihrem Telefon und erinnert sich an die App, die sich davon selbst installiert hat. Du hast mein Phone gehackt? Ich nicht, Töchterchen. Ich nicht. Aber du hast jetzt eine eigene kleine Red Queen. Vera blickt aufs Display, als plötzlich ein Gesicht erscheint und eine kindliche Stimme sagt: Ihr werdet alle hier unten sterben! Die... Ein Scherz, Vera. Zum Auflockern der Situation. Sie sieht aus wie ich auf Kinderfotos. Das soll sie auch. Verity wurde nach deiner Erscheinung gestaltet. Das ist creepy. Und dazu habe ich nie mein Einverständnis gegeben. Was soll das? Haben Sie für diesen Avatar meine Kinderfotos benutzt? Nun, aus der Erinnerung wäre das nicht gegangen. Winston half mir. Ich sagte ihm, dass es ein Geschenk ist. Vera schaut auf das eigene Kindergesicht, welches auf ihrem Handy-Display erschienen ist. Das ist mir alles einfach zu viel gerade. Dann lass mich ordnen helfen, Sis. Du bist nicht meine Schwester! Frage. Sagst du das, weil du biologische Verwandtschaft überhöhst oder weil du generell keine Geschwister willst? Ich sage, was ich will. Und biologischer Verwandtschaft kann man nicht gut überhören. Liebe Verity, muten wir der guten Vera nicht gleich alles auf einmal zu. Das wird unumgänglich sein, Dad. Wieso denn das? Ich möchte anmerken, dass ich dich davon abriet. Aber du hast es mir aufgetragen. Und wir haben gerade Antwort von der DARPA erhalten. Gerade? Wann gerade? Etwa eine Minute. Wieso hast du das nicht gleich gesagt? Weil du mir aufgetragen hast, beim Stichwort Red Queen automatisch das Zitat "Ihr werdet alle hier unten sterben" zu verwenden. Na gut. Vera, es wird Zeit, ein Gespräch mit deiner Mutter zu führen. Worüber? Die Zukunft. Wo bin ich? Mitch fragt sich das, während sein Geist durch eine schwere Dunkelheit irrt.
Immer wieder schubst man ihn oder stellt ihm Beine, dass er fällt. Es ist wie damals, als sie meine Augenbinde umgelegt und so auf dem Schulhof behandelt haben. Er darf nicht liegen bleiben, sonst werden sie treten und spucken oder gar auf ihn runterurinieren, wenn gerade jemand muss und vor allen kann. Nein, das hat er hinter sich. Er hat überreagiert aus Verzweiflung. Man hat ihn erwischt und dann therapiert. Er ist nicht wehrlos, er ist nicht schwach. Er kann irgendwas. Weiter schleppt er sich durch schwarze Nichts, ohne sich eine Pause zu gönnen. Er ruft, er sagt, dass sie aufhören sollen. Doch da ist es wieder. Das nervöse Stottern. Lasst mich in Ruhe. Er will zur Augenbinde greifen und es ist jener Schmerz, der ihn weckt und ihn heiß brennend wieder in die Realität bringt. Matches Augen stehen offen und er hockt am Flur einer Praxis. Etwas steckt in seiner Stirn, während seine Glieder sich matt und beinahe taub anfühlen. Dieses Mal hebt er den gesunden Arm und zieht das Betäubungspfeilchen aus seiner Stirn. Er muss es kurz betrachten, um zu verstehen, was passiert ist. Dann versucht er sich aufzurappeln, was mehr schlecht als recht gelingt. Ich hätte nicht in das Haus der Burns gehen dürfen, sagt Madge sich selbst kritisierend in Anbetracht allen, was bisher passiert ist an diesem langen, langen Tag. Verletzung, Gefahren und Erniedrigung. Das ist alles, was er bisher davon hat. Und dazu nicht einen kleinen Funken Glück. Nein, sollen Vera und Alice tun, was sie wollen, soll dieser Doktor ihr seine Geschichten von einem Protoserum erzählen. Das alles ist es nicht wert. Madge Harris schleppt sich zum Eingangsbereich, doch bevor er diesen erreicht, hört er ein Klirren. Oh nein. Denn Zombies schlagen keine Scheiben ein. Sie sind also hier. Die Brotherhood hat sie gefunden. Und für einen Moment entscheidet er sich, alles zu erzählen und zu verraten, was ihm das Leben retten wird. Bis er dann sieht, wer da in die Praxis eingebrochen ist. Unglaublich, dieses Pech. Der Kerl muss wieder aus dem Müllcontainer geklettert sein und steht jetzt mit dem blutigen Mund, den Madge ihn zerschmettert hat, im Eingangsbereich der Praxis direkt neben der Anmeldung, auf deren Tresen er ein kleines Signalglöckchen betätigt. Der Clown. Killjack. Er wankt, während Speichel und Blut aus dem Riss fließen, der mein irres Lächeln gewesen ist, und sich mit der Schminke in seinen Mundwinkeln und auf seinem Kinn mischen. Die Perücke steht schief. Killjack zeigt auf sich selbst und will etwas sagen, doch offensichtlich bereitet es ihm zu große Schmerzen, etwas von sich zu geben. Madge lehnt an der Wand. Hör zu, du hast einen Tag, der nicht gut ist. Meiner ist bisher nur geringfügig besser. Lass uns einfach aneinander vorbeigehen. Dann sehen wir uns nie wieder. Killjack legt den Kopf schief, dann schüttet er ihn mit starrem Blick. Komm schon, dann überleben wir beide. Killjack kneift die Augen zusammen und zeigt sein Messer. Madge hebt die Pistole zittrig, die ihm Vera wiedergegeben hat. Er drückt ab. Doch es klickt nur. Was? Das hätte sie mir doch sagen müssen. Die Ruine eines Mundes wird ein Lächeln, das vor Schmerzen kaum die Mundwinkeln hochbekommt. Und Madge kann sehen, wie wenige Zähne überhaupt übrig sind am Blutmaul des Clowns. Als Killjack den ersten Schritt nach vorn macht, stürzt Madge unbeholfen zurück, um in die Praxis zu fliehen und Vera zu finden. Doch jeder Schritt ist nur ein Stolpern dank des verdammten Pfeils, den er erst vor so kurzer Zeit in die Stirn bekommen hat. Kaum ist er am Behandlungszimmer vorbei, stürzt Madge und das direkt auf seine verletzte Hand. Er schreit auf. Erst als die Blitze verschwunden sind, kann er sich umdrehen und sieht, wie Killjack auf ihn zukommt mit einer Klinge, die im Blut baden will. Seinem Blut. Verzweifelt wirft Madge die leere Pistole, doch der Clown lehnt sich einfach zur Seite. Ein Knurren ist zu hören, aber es kommt nicht von Killjack. Es tönt aus dem Behandlungszimmer. Mit glasigen Augen kommt ein Arzt herausgeschlürft. Es ist Winston Pickett, dessen Loch im Kopf klar zu sehen ist. Aber wie kann das sein? Madge hat den Schuss doch gehört und... Es wird ihm klar, obwohl es unwahrscheinlich ja nicht hätte sein können. Was ein unsagbares Glück hätte sein können, zeigt nun nur, wie sehr sich das Pech von Madge anstrengte, ihn fertig zu machen. Vera hatte ihm das mit der leeren Waffe nicht gesagt, weil Winston sich selber hatte erlösen wollen. Und er hat es tatsächlich geschafft, sich einen nicht tödlichen Kopfschuss zu versetzen. Was ist nur los mit diesem Kerl? Wie kann man es so versauen?
Winston öffnet den Mund und stöhnt laut, während er mit leerem Blick Match betrachtet. Jener hat nur noch einen Plan. Er hebt den gesunden Arm und deutet an Winston vorbei in die Richtung von Kijak. Erinnern Sie sich, Packet? 5. Geburtstag. Der Clown für Ihre Tochter ist endlich da. Als ob er es verstehen könnte, ruckt Winstons Kopf herum und richtet sich auf Kijak, dessen Blick ein fassungsloses Glotzen wird. Packet stürmt mit der Schnelligkeit eines frischen Untoten auf den Clown zu, welcher ihm bei Ankunft das Messer in den Bauch rammt. Doch das macht nichts. Der untote Arzt und Ersatzvater wirft Kijak um und landet auf ihn. Ein unmenschlicher Schrei ertönt, während sich Packet über das Abbild seiner gescheiterten Ehe hermacht und die Finger zwischen die blutigen Kiefer seines Gegners schiebt und sie auseinanderreißt. Dann fängt er gierig an, in das Fleisch des zuckenden Kijak zu beißen. Glaub mir, mein Tag ist immer noch nicht viel besser als deiner. Das Fressen beginnt und Packet scheint hungrig zu sein. Vorsichtig macht Match seine schwachen und unsicheren Schritte an das Schlachtfest, Kauen und Schmatzen vorbei, das nur vom Wimmern des sterbenden Clowns unterbrochen wird, um seine Pistole wieder an sich zu nehmen. Als Match darüber nachdenkt, ganz aus dem Gebäude zu verschwinden, die vorhin noch stoned am Straßenrand gesessen hatten, scheinbar sind sie wieder fit. Und wie alle guten Stoner haben sie jetzt gewaltigen Hunger. Ohne Munition. Verletzt und in diesem allgemeinen Zustand kann Match keine Konfrontation riskieren und so zieht er sich zurück und lässt Kijak hinter sich, um gefressen zu werden. Die Zeit, die ihm das erkauft, kann er nur nutzen, um Vera und diesen Dr. Sweeney zu finden. Hoffentlich wird ihm letzterer nicht noch ein Betäubungspfeil setzen, denkt er sich. Aber bei seinem Pech und Glück im Unglück kann er das nicht wissen. Nun sitzen sie im zweiten Raum des Praxiskellers, bei dem es sich um eine Art Büro handelt. Vera sitzt vor einem Computer mit Webcam und wartet auf die Verbindung zu ihrer Mutter. Sweeney steht neben der Schwarzhaarigen und hat ihr stolz die Hand mit den dünnen Fingern auf die Schultern gelegt. Kurz hat er ihr gesagt, dass ihre Mutter nun der DARPA vorsteht, als hätte das Vera stolz machen sollen. Ein großer Moment. Noch einer. Ist der Doktor verzückt. Und da passiert es. Sie erscheint auf dem Bildschirm und in ihrem Gesicht steht eine Strenge, an die sich Vera zu erinnern glaubt. Trotzdem ist sie sich nicht sicher. Mom? Bist du das? Bist du etwa mental retardiert? Du wirst ja wohl deine Mutter erkennen. Ich war 5, als du abgehauen bist. Also alt genug, um kognitiv in der Lage zu sein, mein Gesicht abzuspeichern. Er ist tot. Dad ist tot. Eigentlich nicht, denn Sweeney steht ja direkt neben dir. Ich meine deinen Mann. Meinen Ex-Mann. Das Leben ging weiter. Löst das denn so gar nichts in dir aus? Ich wundere mich, dass er es überhaupt so lange geschafft hat. Und schade ist es schon. Winston hat mich am Ende angewidert, aber gehasst habe ich ihn nie. Und mich? Wir haben nun wirklich keinen Bezug mehr zueinander, Vera. Aber Vicky, nun sei doch nicht so verstimmt. Zu dir komme ich noch, Sweeney. Das kannst du mir glauben. Aber ich habe unsere Tochter eingeweiht. Ja, das war aus dem bisherigen Gespräch rauszuhören. Hältst du mich etwa für dämlich? Mich wundert, dass du und Winston das überhaupt habt geheim halten können. Also bevor ich ernst mit dir rede, darf mir Vera sagen, was sie von mir will? Hilfe natürlich! Die Zombies werden mehr und... Natürlich werden Zombies mehr. Sonst wären sie wohl kaum ein solches Problem. Wir werden in den nächsten Tagen Sicherheitszonen und Camps in Prioritätssektoren einrichten. Okay, das klingt gut. Und wo? Auch hier in Carol City? In der Nähe? Ich bitte dich. Hä? Bei euch? Ist dir bewusst, wie gering Bildungsstandard, Einkommen und Produktivität im gesamten Carroll Country sind? Wieso denkst du, dass ich da überhaupt erst weg wollte? Ihr lasst uns sterben. Nein! Wir lassen euch die Freiheit, aus eigener Kraft zu überleben. Das hier ist der offizielle Tenor. Und es ist im Geiste einfach nur amerikanisch. Aber Mom, hier sind Irre aufgetaucht! Aha. Einen Namen? Die
Die Brotherhood. Unter der Führung eines Kane Schultz. Veras Finger springen über ein paar Tasten und sie schaut auf einen seitlich angebrachten Nebenbildschirm. Einen Moment, ich schau mir das an. Wirklich? Der ist euer Problem? Das ist ein Kleinkrimineller, den die Quint nichts weiter. Moment, da ist ein Vermerk. Oh. Naja, wozu gibt es den zweiten Verfassungszusatz? Tut euch zusammen und räumt mit dem Kerl auf. Die Regierung ist nicht dazu da, den Bürgern bei jeder Kleinigkeit die Hand zu halten. Mom! Direktorin Oppenhand. Und was soll ich deiner Ansicht nach tun? In anderen Kleinstädten passiert so etwas auch. Wir können unsere Marine nicht durch die ganze Peripherie schicken. Wir kümmern uns um die Seuche. Für selbsternannte Warlords ist da keine Zeit. Dieser Kane Schultz hat nicht mal eine militärische Ausbildung. Der hat gar nichts in der Vita außer eine Geschichte des Gewalttalents. Nur auffälliges Verhalten, aber nichts, was auf taktisches Können hinweist. So ein Problem kann jede Kugel lösen. Kannst du uns denn nicht einfach hier rausholen? In den Stützpunkten ist nur Platz für die Kernfamilie des Personals. Ich bin deine Tochter! Ich habe hier schon zwei Kinder untergebracht. Ich habe Geschwister? Vera, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder mit meinem aktuellen Gatten. Er ist 5-Sterne-General und Stabsführer. Von Präsident Trump selbst befördert, nachdem er Steve Bannon im Weißen Haus erschossen hat. Bannon war ein Zombie? Er sah zumindest mal wieder wie einer aus. Wie dem auch sei, wir haben hier keinen Platz für weitere Zivilisten. Wir versuchen, die Zivilisation zu retten. Und was kannst du dazu beitragen, Vera? Du bist eine schlimmere Fotze, als ich in Erinnerung hatte. Jetzt reicht es aber. Ich hatte dich 9 Monate unter dem Herzen. So redest du nicht mit mir. Du hast kein Herz. Natürlich habe ich das. Im Moment bist du argumentativ so unbewaffnet, dass du jetzt langweilige Metaphorik brauchst. Ist das der Dank, dass ich mir Zeit nehme, die ich ja eigentlich nicht habe, um mit dir ein Gespräch zu führen? Reden bringt ja nichts, weil du eine Fotze bist. In dem Moment gibt Sweeney Vera eine schallende Ohrfeige. So geht das wirklich nicht. Er wendet sich der Direktorin zu. Ich muss um Verzeihung bitten, aber es liegt an Winstons laxer Erziehung. Das werde ich unserem Mädchen schon austreiben. Ach, wirst du das? Werden wir ja sehen. Victorias Ton ändert sich. Sie klingt gefährlicher. Dass sie wortgenau sagt, was Vera gedacht hat, lässt die Schwarzhaarige zucken, während sie sich die Hand auf die geschlagene Wange presst. Du zeigst mir, Vera, weil du versuchst, an meinen Herzstrippen zu zupfen, nicht wahr? Meinst du, dass das vergessen macht, was du angerichtet hast? Allein schon der Diebstahl von DARPA-Equipment im Wert von mehreren Millionen Dollar setzt dich auf die Abschussliste. Und alles, was du tun kannst, ist, dich hinter einem Mädchen zu verstecken. Das ist beleidigend. Warte. Vicky, ich... Nenn mich nicht Vicky. Victoria, meine Experimente machen Fortschritte. Ich stehe kurz davor, diese Seuche zu beenden. Ach, nun, dann sag mir, wie weit du bist. Mit dem Virus im Gehirngewebe der Untoten und der Basisform in den Bienen habe ich ein Protoserum erschaffen, das die Umwandlung bis zum Eintreten des Todes hinauszögert. Die Infektion ist bis dahin also gestoppt und tötet den Organismus nicht selbst. Er muss vorher sterben, was doch Zeit verschafft und einzelne Kratzer und Bisse undenklich macht. Ja. Wie bitte? Was meinst du mit ja? Aber auch mit diesem Protoserum sind die Leute ansteckend. Auch während sie lebendig sind. Sweeney, soweit sind wir schon seit Wochen und nennen es Intermizid. Das stellen bei uns Praktikanten her. Sweeney steht fassungslos neben Vera und an seinem Gesicht lässt sich ablesen, dass er nichts zu sagen weiß. Er hat nicht gewusst, dass alles, was er tut, längst obsolet ist. Dann sieht das alles wohl nicht gut für mich aus, oder? Ganz und gar nicht. Jetzt zu dem, was du getan hast. Vera, du musst wissen, dass es 2 Sorten von Bienenschwärmen gab. Eine mit dem Virus, der sie wieder lebendig macht, bis sie auseinanderfallen, aber für die Bevölkerung keine Probleme darstellt. Und eine mit einer verbesserten Form.
Eine Form mit militärischem Potenzial. Ein mutierendes Retrovirus, das auch gegen Menschen eingesetzt werden könnte. Ihr habt eine Waffe daraus gemacht? Klasse. Hätte man vielleicht besser drauf aufpassen sollen. Sehr richtig. Jemand hat es vertauscht. Nicht aus Böswilligkeit, aber aus reiner Inkompetenz. So klug manche sind, sie verwechseln bei Aufschriften doch schon einmal 1 und 2, wenn sie nicht genau hinsehen. Und manche sind nicht so clever, wie sie denken. Nicht wahr, Sweeney? Ich war das nicht. Es ist in deiner Abteilung passiert und du hattest den Job, weil ich ihn dir besorgt habe. Das heißt aber nicht, dass ich es war. Du hast die Order unterschrieben. Ja, aber ich... Vicky, ich war vielleicht etwas abgelenkt, weil ich dich so vermisst habe und... Vera, habe ich Sweeney nicht gerade darauf aufmerksam gemacht, dass er mich nicht Vicky zu nennen hat? Ja, Mom, hast du. Und er tut es trotzdem, oder? Ja, das hat er getan. Das hat er. Lieber Sweeney, hättest du mir jetzt ein voll einsatzbereites Heilmittel präsentiert, dann hätte ich dir deine beruflichen Unzulänglichkeiten verziehen. Zumindest hätte ich sie dir verziehen müssen. Aber so, du gibst mir keinen Grund. Für nichts und wieder nichts. Du machst es mir beinahe wieder schwer. So einfach machst du es mir. Denk an das, was zwischen uns war. Oh. Wir haben einander doch geliebt. Du hast mich motiviert, solange du auf dem College bessere Noten als ich hattest. Aber ich habe dich längst überflügelt. Es ist vorbei. So oft du Vera vor einer Webcam auch zehren magst, das ändert nichts mehr. Ich bin fertig mit dir. Naja, noch nicht ganz. Das heißt? Du hast einen der gefährlichen Bienenschwärme. Und jetzt wissen wir genau, wo du bist. Dir ist sicher klar, was da gerade auf dich zukommt. Oder besser gesagt, zufliegt. Das kannst du nicht machen. Mein Mann besteht ebenso darauf wie das Protokoll. Du bist ein Verräter. Und ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, dass du damals den Geburtstagsclown abbestellt hast. Es ist ausgerechnet das, was alle Gesichtsfarbe aus Sweeneys Antlitz vertreibt. Er macht Schritte zurück. Ich werde nicht gern belogen. Und erst recht hasse ich es, manipuliert zu werden. Sweeney. Ich denke, du sollst es jetzt um dein Leben laufen. Aber entkommen wirst du nicht. Schließlich sind wir die Regierung der Vereinigten Staaten. Irgendwann kriegen wir jeden. Endzeit und Zombie-Seuche hin oder her. Sweeney schaut ein letztes Mal zu Vera. Dann nickt er einfach und verlässt eilig den Raum. Er lässt sie so plötzlich zurück, wie es ihr auch vorher die Wahrheit offenbart hat. Das sagt der Schwarzhaarigen eine Menge darüber, was Tochtersein gerade bedeutet. Und jetzt ist sie sich sicher. Ich glaube, er hat Dad umgebracht. Also, deinen Ex-Mann. Ich denke, er hat ihn aus einem Krankenwagen gestoßen und einer Gruppe Zombies vorgeworfen. Tja, das passt zu Sweeney. Jetzt nochmal zu dir. Während ich mit diesem Verräter sprach, habe ich nebenher auf Twitter gesehen, was in eurer Stadt los ist. So wie es aussieht, will dieser Kane Schulz eine Alice Benson. Und wenn richtig ist, was ich über sie auf dem Bildschirm habe, dann ist sie niemand Besonderes. Du weißt, wo sie ist? Ich habe sie versteckt, Mom. Liefer sie aus. Ganz einfach. Das kann ich nicht. Warum nicht? Ich habe ihr versprochen, es nicht zu tun. Ich versuche gerade, dir zu helfen. Aber dazu musst du auch bereit sein, dir selbst zu helfen. Liefer sie aus, dann sende ich ein Team, das dich aufliest. Wir finden schon etwas für dich zu tun. Plötzlich interessiere ich dich? Tja, sieht so aus, als hättest du nur noch mich. So wie wir beide miteinander reden. So wie du bist. Habe ich nur noch Alice, glaube ich. Ist das dein letztes Wort, Vera? Ist das die letzte Dummheit, die du tun willst? Scheinbar. Nun gut, du bist alt genug. Wir haben eine Predator-Drohne in der Luft. Nimm dir, was du brauchst. Nur die Bienen müssen bleiben, wo sie sind. Wie viel Zeit habe ich hier noch? 13 Minuten. Ich glaube, das reicht. Für was? Daddy-Issues. Damit ist schwer klarzukommen. Ich werde sie wohl lösen müssen. Gut.
wenn du meinst, aber beeil dich. Und stirb nicht, nur um mir eine Lektion zu erteilen. Nein, Miss Direktorin, so viel Einsatz schulde ich unserer Beziehung echt nicht. Nach ein paar Minuten des Wartens stehe ich auf und schleiche zur Küche, um das Trio um Troy, Brian und Chip belauschen zu können. Einen vorsichtigen Blick werfe ich hinein und sehe, dass Troy seinen Freunden eine dunkle Flasche Wein brannt, der Marcus Dinger auf der Anrichte hingestellt hat. Sie sieht billig aus, was ich seltsam finde. Sie hat sogar einen Schraubverschluss und das Etikett am Hals scheint gerissen, als wäre sie schon offen gewesen, ohne dass etwas fehlt. Ich nehme den Kopf wieder zurück und bleibe neben der offenen Küchentür stehen. Ist doch alles scheiße. Du hast uns das alles ein bisschen anders beschrieben, was hier passieren wird. Habe ich das? Sie hat ein ganzes Glas Wein getrunken und ist noch nicht lockerer geworden. Ach, darum geht es dir. Du hast gesagt, wir werden hier leben und abfeiern wie die Könige. Du hast behauptet, es würde was ganz Besonderes werden. Jetzt ist die Bitch Single und in Notlage und alles, was wir hier zum Dank kriegen, ist Zickigkeit. Ist doch zum Kotzen. Chip hier hat noch nie einen weggesteckt. Und du behandelst die Benson so, als wäre sie eine feine Dame. Die hat sich von Kies schon wie sonst was zureiten lassen. Die müsste längst nackt sein und durchs Haus tanzen. Wieso versuchst du nicht, sie einfach mit deiner umwerfenden Persönlichkeit zu bezirzen? Ist das denn so schwer? Oder ich jammere ihr wie du was vor von der, die nichts von mir will? Du willst ja also von allen Girls in der Stadt vorjammern? Wie man hört, ist deine Ramona am Ende zu diesem Burgerbrater Volt gegangen. Er hat es jedem im Minuteman Burger erzählt, der zugehört hat. Du musst wirklich lernen, Entscheidungen anderer zu respektieren. Das ist alle Erkenntnis, die du vorweisen kannst? Ein Z? Aber lass uns nicht streiten. Trinken wir erst. Ich schaue wieder vorsichtig am Türrahmen vorbei, in die Küche und sehe, wie Troy sich und den beiden anderen eingießt. Zwei der Gläser gibt er seine Freunde. Auf die Frauen. Alles Schlampen. Brian knurrt, bevor er den Inhalt äxt. Chip braucht mehr als einen Schluck und Troy... Troy geht mit seinem Glas plötzlich zur Spüle und schüttet es aus. Aus den Augenwinkeln schaut er in meine Richtung und mir wird klar, was hier gerade passiert. Erschrocken drehe ich mich wieder weg, damit ich nicht auch noch Chip und Brian sehen. Das kaputte Etikett, das Wegschütten und der erste Spruch, den ich gehört habe, was den Wein angeht, den ich getrunken habe. Was soll das denn? Bist du jetzt zu fein, mit mir zu trinken? In gewisser Weise. Ach, weißt du was? Mir reicht es. Ich bin doch hier nicht der Arsch, den man treten kann, wann und wie man will. Du willst dich vor deiner Vera wichtig machen? Wie wäre es, wenn du ihre Alice vor einer Horde der Brotherhood rettest, wenn du das kannst? So beweist du ihr sicher, was für ein toller Typ du bist. Nein. Das tue ich gerade. Plötzlich fällt das Glas zu Boden und jemand kippt um. Statt mir hat Troy den beiden etwas eingeflößt. Aber warum? Was will er beweisen? Eilig gehe ich in die Küche, wo mich Troy schon mit einem freundlichen Lächeln erwartet und an meine Seite kommt. Die tun dir nichts mehr. Brian Niesmark wankt und versucht, sich an der Anrichte festzuhalten. Was? Was ist hier los? Bei dir dauert es länger. Du bist größer als Chip. Hast du völlig einen an der... Ah. Brians Beine geben nach und er rutscht an der Anrichte herab, als würde alle Kraft seinen Körper verlassen, als würde ein Muskel nach dem anderen einfach ausfallen oder sich abschalten. Interessant, was einem Dr. Packett verschreibt, wenn man Schlafstörungen hat. Natürlich ist die normale Dosis geringer. Wieso tust du das? Weil ich dich respektiere. Er wollte deine Notlage ausnutzen und dich zur Not gefügig machen. Ich bin da anders. Ich passe auf. Ich rette und beschütze. War doch deine Idee. Du. Ich habe dich getestet. Wenn die Welt untergeht, dann sollte sie vor einem Neuanfang die Richtigen mitreißen, nicht wahr? Wenn man sie wieder aufbaut, dann auf einem Fundament aus Verständnis und Vertrauen. So toxische Persönlichkeiten wie du stehen einer besseren Zukunft nur im Weg. Scheiße.
Scheiß! Ich werde dich. Ich werde. Du kannst dich gar nicht beschweren, sagt Troy und geht zum Holzblock, in welchem die Küchenmesser stecken. Er nimmt eines mit ansehnlicher Klinge heraus. Niemand beißt dich, niemand frisst dich und du wirst kein Zombie. Das hier ist doch relativ human. Jetzt hör auf, dich zu wehren. Schließ die Augen und schlaf ein. Der Rest ist humaner, als du verdienst. Aber selbst Schweinen tut man so einen Gefallen. Alice, du... Du... Was? Bittet Brian mich aus Augen ansehend, die er kaum offen halten kann. Ich erinnere mich an Toby. Ich erinnere mich an sein Bett hin und an den Kompromiss, den ich gemacht habe, weil gebissen worden war. Keith war zufrieden gewesen, aber es war falsch gewesen, eine der Sachen, die ich nicht wieder gut machen könnte. Beau Hogan hat ihn zersägt. Dieses Mal will ich es besser machen. Ich versuche es. Okay, Troy, ganz ruhig. Dieser Brian ist Abschaum, das hat er durch seinen Test bewiesen. Aber er hat seine Lektion gelernt, wette ich. Wenn die Wirkung nachlässt, lassen wir ihn gehen. So etwas wie heute wird er nie wieder im Kopf haben. Oder, Brian? Du hast gelernt. Du hast verstanden. Er nickt schwach. Ach ja. Du meinst es wirklich gut. Aber du musst dich damit nicht belasten. Wenn er geht, holt er die Brotherhood. Und wenn er das nicht tut, wenn er aber lange genug lebt, dann wird er irgendeine finden, die er benutzen kann. Willst du dich so unsicher fühlen? Willst du, dass sich irgendjemand so unsicher fühlen muss? Hat er überhaupt gewusst, was du in mein Getränk machen wolltest? Ich meine, es sind genug gestorben. Das hier ist so sinnlos gerade. Ich bitte dich. Ich sagte, was zum Lockermachen. Das reicht doch, um es ahnen zu können. Es ist genug, Troy. Es ist wirklich genug. Er lächelt. Alice, ich respektiere deine Meinung. Wirklich, das tue ich. Aber ich teile sie nicht. Ohne weiter auf das Einschlafen zu warten, stößt er die Klinge bis zur halben Länge in Brians Hals. Jener krächzt und seine Arme versuchen unkoordiniert und kraftlos nach Troy zu schlagen. Troy zieht das Messer wieder raus und das Rot wird vom Pulsschlag in kleinen Fontänen herausgepresst. Schlaf ein, Brian. Wenn du nachgibst, dann ist die Welt schon etwas besser. Brians Haupt senkt sich langsam. Und er bleibt reglos, aber ausblutend an der Anrichte sitzen. Zufrieden erhebt sich Troy. Sein Blick richtet sich dann auf Chip. Tja, und nun zu dem da. Er hat nichts gemacht. Scheiße, seit ich hier bin, hat er nicht ein Wort gesagt. Nicht nötig. Er wusste, was er wusste. Und sein Schweigen zeigt, wie einverstanden er war. Sicher. Er ist nicht so laut und aggressiv, wie Brian es war, aber deswegen kann man ihm das noch nicht durchgehen lassen. Ich sage dir, diese stillen Jungfrauen mit dem nervösen Zittern in den Händen sind mit die größten Gefahren, die es für Frauen gibt. Niemand reduziert mehr. Es reicht! Du bringst deine Freunde um! Solche Freunde braucht doch niemand. Wer mit solchen rumhängt, macht sich nur zum Komplizen. Er schreitet auf Chip zu, nimmt das blutige Messer so, dass die Klinge nach unten zeigt. Während er in die Hocke geht, sehe ich, dass er auf den Nacken des Jüngeren zieht. Scheiß drauf! Sage ich und stürme auf Troy los. Doch als ich ihn erreiche und wegzerren will, verpasst er mir einen harten Stoß, der mich mit dem Rücken gegen den Ofen knallen lässt. Ohne einen weiteren Versuch abzuwarten, ein Leben zu retten, von dem ich nicht weiß, ob es wert ist, gerettet zu werden, stößt er die Klinge einmal, zweimal und dreimal in das Genick seines Freundes Chip. Sein Leib zuckt kurz auf, er stirbt dann aber. Danach richtet Troy die Klinge auf mich. Sein Gesicht zeigt, wie übel er mir meine Entscheidung nimmt. Jetzt sehe ich, was er hinter seinem Gerede versteckt hat, ganz genau. Du! Du wirst Vera genau sagen, was hier passiert ist. Dass ich dich vor zwei üblen Kerlen gerettet habe, von denen ich dachte, sie seien in Ordnung. Klar? Du bist nämlich meine beste Gelegenheit, damit sie endlich versteht. Deswegen also mit Messer. Es soll später wie ein Kampf aussehen. Das war alles geplant gewesen. Troy lässt die Klinge zu Boden fallen und zieht eine Pistole aus dem Sakko. Oder du kannst gehen. Dann habe ich eh nichts mehr zu verlieren. Aber vor meinem Haus stehen mittlerweile ein Dutzend Untote.
kommst du da allein durch, Alice? Und danach aus der Stadt? Er ist so in seinem Wahn, dass er nicht begreift, wie wenig Worte bedeuten, die man sagt, wenn man in den Lauf einer Waffe schaut. Okay, du hast mich gerettet. Du bist ein Held. Trag dann nicht so dick auf, wenn du es ihr erzählst. Und sag ihr, dass der Schal, den ich ihr geschenkt habe, schön ist. Wie du willst. Gut. Troy steckt die Pistole wieder weg und atmet tief durch. Sehr gut. Wir verstehen und respektieren einander. Das ist gut. Ich zeige dir jetzt den Panikraum. Und dann warten wir in aller Ruhe. Ich habe noch guten Wein. Was ist mit den beiden? Was soll mit denen sein? Die stehen nicht mehr auf. Sie liegen nur, um später gesehen zu werden. Vera findet ihren Vater, ihren echten Vater, im Bienenraum, wo er gerade alles für eine schnelle Flucht bereit macht. Er packt mehrere Ampullen in einen silbernen Titankoffer, steckt die dritte dann aber in so etwas wie ein pistolenartiges Infusionsgerät. Theophil Sweeney krempelt sich den Ärmel hoch, setzt das Ding an und schießt sich den Inhalt dann in die Adern und damit in den Blutkreislauf. Das Protoserum? Einzelne Bisse sind für dich jetzt kein Problem mehr? Erst erschreckt der Arzt, lässt sogar das Infusionsgerät zu Boden fallen, dann schaut er seine Tochter an. Du! Er beruhigt sich plötzlich wieder. Du hättest so nicht mit deiner Mutter reden dürfen. Sie kann mit persönlichen Angriffen nicht umgehen und... Hat doch nicht viel geändert. Du hast deine Kollegen beklaut und hast nicht viel vorzuweisen. Ich glaube, das hat sie wütender gemacht, als ich es je könnte. Noch habe ich nichts vorzuweisen. Aber das wird noch kommen. Du wirst sehen. Werde ich das? Wir müssen hier nur rausschaffen, was wir brauchen, um an einem anderen Ort weiterzumachen. Er deutet auf das Gerät, in welchem er sein Protoserum vorbereitet hat. Irgendwie müssen wir das hier rauskriegen. Dann zeigt er auf die Scheibe und die infizierten Bienen dahinter. Und unsere kleinen Freunde natürlich. Dafür ist keine Zeit. Und ich glaube, es ist besser, wenn die hier mit dem ganzen Scheiß hochgehen. Wie kannst du das sagen? Warte. Hat sie etwa... Ist eine Drohne auf dem Weg? Vera nickt und Sweeney seufzt. Er hebt das Injektionsgerät wieder auf und packt es in den Titankoffer, bevor er ihn Vera in die Hand drückt. Verdammt. Das ist unerhofft. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Wir kommen hier noch raus, oder? Weniger als 13 Minuten. Na schön, wir nehmen den Krankenwagen und verschwinden. Schlagen wir uns halt als Vater und Tochter durch, nicht wahr? Wir beide gegen den Rest der Welt. Tot, lebendig oder untot. Einen besseren Partner als mich kannst du nicht haben. Und einen schlechteren hattest du schon. Vera wiegt den Koffer, den er ihr gegeben hat. Schwer und hart ist das Teil, ausgepolstert, um die letzten beiden Ampullen Protoserum zu beschützen. Vor Stößen und Stürzen. Wohl auch vor Kollisionen? Als Winnie ihren Vater erwähnt, ihren falschen Vater, ist sie nicht mehr nur versucht, es herauszufinden. Sie probiert es einfach. Mit Wut und aller Kraft macht sie eine Drehung und schleudert den Koffer seitlich in Sweeneys Gesicht. Er stolpert getroffen weg in Richtung der Scheibe. Ein letzter Schritt, bei welchem er über seine eigenen Füße fällt, besiegelt sein Schicksal. Es klirrt laut, als Sweeneys Kopf mit dem Gesicht voran durch das Glas prallt, direkt in das Bienennest hinein. Sofort beginnt das Summen der infizierten Insekten, deren Schwarm aktiv wird. Halten sie das doch für einen Angriff. Es war nicht Veras Absicht gewesen, ihn so zu treffen, doch die Viecher fingen sofort an, gute Arbeit zu leisten, während sie über den Doktor herfielen. Was? Hört sich Sweeney durch die ersten Stiche und Bisse seiner Situation bewusst. Richtig, diese Bienen können beißen. Sie sind mehr Wespen geworden als einfache Honigsammler. Und so beginnen sie, mit ihren mutierten Mundwerkzeugen winzige Fleischstücke aus dem Gesicht des Mannes zu schneiden, der sie für seine Experimente benutzt hat. Schreiend stemmt sich Sweeney zurück, fällt dann aber auf den Boden. Mit einem drohenden Summen fliegen die kleinen Biester auf der gebrochenen Scheibe und verteilen sich oder landen auf dem Arzt. Nicht die Bienen! Er wirft sich von einer Seite auf die andere. Sie sind in meinen Augen!
Jetzt begreift Vera, dass diese verändernden Insekten auch vor ihr nicht Halt machen werden. Eilig verlässt sie den Raum, schließt die Tür und stemmt sich im Flur dagegen. Die Schreie ihres Vaters sind noch immer zu hören. Tja, du verwandelst dich erst, wenn du wirklich tot bist. Sollten diese Viecher etwas von dir übrig lassen. Sweeneys Stimme kommt näher. Er scheint wohl über den Boden zu kriechen und in einem letzten Versuch die Tür zu erreichen. Du hast ihn diesen Zombies vorgeworfen, oder? Er ist nicht einfach rausgefallen. Hilf mir! Du musst mir helfen! Muss ich? Wenn ich das muss, dann können sie mir sicher einen guten Grund nennen. Es tut so weh! Ah! Schon mal gesehen, wie sich der einzige Mensch, den nicht nur sie selbst lieben, sondern von dem sie auch sicher sind, dass er sie liebt, eine Pistole nimmt und sich durch den Mund in den Kopf schießt. Das tut wirklich weh. Dass er denkt, ihnen einen letzten Gefallen tun zu können, indem er es selbst tut. Ah! Ja, da will man schreien. Kann es aber nicht. Oh! Ah! 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 Seien Sie froh, es rauslassen zu können. Ist besser, als ein Kloß im Hals zu haben. In dem Moment spürt Vera, dass ihr etwas Kleines summend auf ihrem Unterarm landet. Doch sie reagiert zu spät und ist erst voll alarmiert, als ein kleiner scharfer Schmerz aufzündet. Und so fängt es auch für sie an, als sie zuschlägt und eine zerschmetternde Biene zu Boden fällt. Das Ende. Und das, obwohl sie das Protoserum im Koffer doch in der Hand hält. Es ist direkt im Koffer. Vera! Vera! Es ist zu spät. Stellt sie fest, auch wenn es wie eine Antwort klingt. Und sie fühlt sich wie eine Idiotin. Winston Pickett, Josh Walt und so viele andere. Wieso ist sie überrascht? Hatte sie denn wirklich gedacht, eine bessere Chance als alle anderen zu haben? Hatte sie gedacht, das Richtige tun zu wollen, wäre Grund genug, das alles hier irgendwie zu überleben? Ihr Handy vibriert. Sie holt es hervor und sieht auf dem Display das Gesicht, das ihrem vor Jahren geglichen hätte. Was ist passiert, Sis? Ich bin erledigt. Scheiße nochmal! He was born by the roadside in a broken down carriage. Came into life on the run. Found on the doorstep of a near.